Hallo ihr Lieben, ich bin Marita und heute möchte ich euch mitnehmen in Yoga für optimale Entspannung und zwar in nur 5 Minuten. Wir wollen ganz schnell ganz viel erreichen, deshalb lass uns gleich anfangen. Roll dir deine Matte aus, wenn du eine hast. Ansonsten geht das auch auf jeden Fall gut auf den Teppich und stell dich mal so in den vorderen Bereich deiner Matte oder des Platzes, den du für dich zur Verfügung hast. Beug die Knie leicht, stell die Füße hüftbreit unter dir auf. Schaukel nach rechts und links. Nach vorn und hinten. Und leg dann mal die linke Hand aufs Brustbein, die rechte auf den unteren Bauch. Lass hier dreimal den Atem durch die Nase kommen und durch den offenen Mund wieder gehen. Wiederhol das in deinem Tempo. Drei Wiederholungen. Lass den Atem einfach locker weiterkommen und gehen und lausch auch deinem Herzen, das du vielleicht spüren kannst, unter deiner linken Hand. Komm ganz bei dir an, lass deine Achse nochmal ganz in Ruhe sanft schaukeln, wie so ein Schilfrohr im Wind. Und dann mit einer Ausatmung lösen sich die Hände. Eine Einatmung trägt die Arme über die Seite in Richtung Himmel. Ausatmen, tauch hier mal ab. Nach vorn und unten in der Vorbeuge. Wir bleiben ein paar lange Atemzüge in der Vorbeuge. Lass den Nacken hier ganz lang und weich und locker sein. Schaukel sanft nach rechts und links in deinem Tempo. Und egal, ob du jetzt hier oben bist und dich vielleicht auf dem Oberschenkel abstützt oder ob du ganz mit den Händen am Boden bist, egal ob deine Knie gebeugt oder lang sind, konzentriere dich darauf, dass du dort, wo du die Dehnung gerade spürst, die Spannung loslässt. Mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr. Wenn du magst, sag nochmal Ja und Nein mit deinem Kopf. Ganz locker. Und dann mit einer Ausatmung beugen sich deine Knie. Roll dich hier nochmal auf. Eine Einatmung hebt die Arme wieder über die Seite nach oben in Richtung Himmel. Ausatmen, beugen sich die Knie, du tauchst wieder ab. Ganz weich. Noch zweimal so. Lass dich bewegt werden durch deinen Atem. Die Einatmung hebt dich an. Die Ausatmung lässt überflüssige Spannung wieder abfließen. Stell dir warmes Wasser vor, dass dein Rücken runterläuft. Noch einmal, lass dich mitgenommen werden von deinem Atem nach oben. Und tauch dann wieder ab. Ganz weich. Dein Nacken wird lang. Jetzt lehn dich mal so weit nach rechts, dass der linke Fuß nach hinten gleiten kann auf deiner Matte. Stell ihn so ein bisschen seitlich versetzt auf, sodass die Füße nicht wie auf dem Schwebebalken stehen, sondern eher wie auf breiten Schienen. Schaukel hier mit dem Becken ein bisschen nach vorn und hinten und lass dann das Knie hinten sanft zum Boden kommen. Und dann atme hier in deinen tiefen Ausfallschritt sanft rein. Du öffnest hier das Becken und wir dehnen auch schön die linke Leiste ein bisschen auf. Gerade so im Bereich des Beckens und rund ums Hüftgelenk wird hier ganz viel Spannung oft gehalten, was sich immer auch in unserer mentalen Anspannung widerspiegelt. Und daher tun wir da ganz viel Gutes auf der körperlichen und der mentalen Ebene. Atme weiter. Ganz lang und tief. Und dann stellt sich der linke Fuß auf. Und eine Einatmung hebt dein Becken jetzt mal an und der rechte Fuß tritt nach hinten, sodass du in deinen herabschauenden Hund kommst. Solltest du hier das Gefühl haben, dass du sehr rutschst auf deiner Matte, kannst du auch die Socken ausziehen. Kannst du aber auch anlassen. Wenn das mit dem Rutschen für dich kein Problem ist. Und dann schaukel hier mit dem Becken ganz weich nach rechts und links.
Schau, dass die Knie ruhig so ein bisschen sich beugen können und dafür die Länge zwischen den Händen und den Sitzbeinknochen umso größer wird. Stell dir vor, die Sitzbeinknochen werden nach hinten und oben gezogen und schaukeln dabei ein bisschen nach rechts und links. Und aus diesem Schaukeln raus, guck nochmal, dass der Nacken wirklich loslässt und ein bisschen den Kopf mitnimmt, mitbewegt. Und dann lauf in aller Ruhe mal nach vorn auf deiner Matte. Auch hier erlaubt dir, mit dem Becken so ein bisschen zu schaukeln, nach rechts und links. Die Hände können auch mitlaufen. Komm im vorderen Bereich deiner Matte an. Und dann beugen sich die Knie nochmal, roll dich hier auf. Wirbel für Wirbel. Eine Einatmung, heb die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, sinken erst die Schultern weg von den Ohren. Und dann tauchst du wieder in deine Vorbeuge ab. Lass auch hier nochmal dein Becken ein bisschen schaukeln, den Oberkörper ein bisschen schaukeln, nach rechts und links. Und wenn du das nächste Mal nach links schaukelst, übertrag dein Gewicht dahin und der rechte Fuß gleitet nach außen und hinten. Du kommst in so einen tiefen Ausfallschritt. Rutsch hier gern so ein bisschen nach mit dem hinteren Fuß. Lass dann das hintere Knie zum Boden kommen. Und wähle den Abstand zwischen dem vorderen Fuß und dem hinteren Fuß so, dass du deine Dehnung spürst. Vielleicht hier in der linken Hüftbeuge, vielleicht in der rechten Leiste mehr. Je nachdem, wo dein Körper die Dehnung braucht. Und da atmest du rein. Schaukel gern wenig nach rechts und links. Wenn es angenehmer ist, die Hände beide nach rechts kommen zu lassen, kannst du auch das tun. Spiel mit der Haltung. Du bist hier nicht, um irgendeine perfekte Haltung zu erfüllen, sondern dafür, dass es dir gut geht auf der Matte. Atme noch so ein paar Mal ganz lang und tief in dieser Haltung. Und dann stellt sich der hintere Fuß auf. Lass jetzt beide Hände auf die rechte Seite von diesem vorderen Fuß kommen. Eine Einatmung hebt dein Becken an, der linke Fuß gleitet, gern ein bisschen über außen nach hinten. Das Becken hebt sich in deinen herabschauenden Hund. Lass hier nochmal die Schultern weg von den Ohren kommen. Oft nehmen wir so gewohnheitsmäßig die Schultern zu den Ohren hoch, was auch wieder eher mehr Stress produziert, weil wir genau die gleiche Bewegung dann machen, wenn wir uns irgendwie schützen wollen oder wenn wir uns erschrecken, wenn uns gleich ein Dachziegel auf den Kopf fällt. Und wenn wir die Schultern weg von den Ohren schmelzen lassen, dann machen wir quasi das Gegenteil. Dann geben wir unserem Gehirn das Gefühl, oh, alles ist in Ordnung. Atme hier nochmal rein, lass das Becken schaukeln. Und aus diesem Schaukeln raus, tritt mal der linke, mal der rechte Fuß jetzt nach vorn, sodass du anfängst, nach vorn zu laufen auf deiner Matte. Die Hände können auch mitlaufen, das Becken darf schaukeln. Mach das so locker wie möglich. Es gibt keine richtige oder falsche Art, hier nach vorn zu laufen. Stell dir in deiner Vorbeuge nochmal vor, dass warmes Wasser auf dein Becken gegossen wird und am Rücken runterläuft, am Nacken vorbei, am Kopf abtropft. Und dann beugen sich deine Knie. Roll dich hier nochmal auf. Wirbel für Wirbel für Wirbel. Sobald der Schultergürtel angekommen ist, fließen die Arme über die Seite Richtung Himmel. Ausatmend verschränkt die Hände. Nochmal hinterm Kopf. Auch hier lass die Schultern bewusst weg von den Ohren nach unten schmelzen. Und wenn du magst, mal so ein paar Kreise mit den Ellenbogen in den Raum neben dir hinein. Stell dir vor, du stehst am Strand und die Sonne soll mal aufs rechte, mal aufs linke Schlüsselbein mehr drauf scheinen. Atme da rein. Und dann lass es langsam zur Ruhe kommen. Lass das Brustbein nochmal Richtung Sonne nach oben schauen. Und mit einer Ausatmung sinken deine Hände. Schaukel nochmal nach rechts und links, nach vorn und hinten. Und dann bring die linke Hand noch einmal aufs Brustbein und die rechte auf den unteren Bauch.
Atme hier dreimal ganz tief ein. Wieder aus. Wiederhol das in deinem Tempo noch zweimal. Dann löst deine Hände, öffne die Augen und ich hoffe, du fühlst dich schon viel lockerer und entspannter und kannst dieses Gefühl mitnehmen in deinen Tag, in deinen Alltag und alles, was du jetzt tust. In meinem nächsten Video zeige ich dir die drei besten Übungen für eine gute Körperhaltung und lockere Schultern, wenn du darauf Lust hast. Dann schau dir das Video an, ich verlinke das, sobald es online ist. Oder abonniere auch gern den Kanal, klick das Glöckchen an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Bis ganz bald. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und besuch mich auf www.tanzkörpertraining.de. Dort kannst du dir auch kostenlos deinen Übungskalender zur 21-Tage-Yoga-Challenge herunterladen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald auf der Matte wieder. Bis dahin.